Jungs, oder? Große Klasse, hier von den Fans empfangen zu werden. Und wir wollen natürlich ein paar Worte von euch hören. Paul, wenn du dir einen kurzen Moment Zeit nimmst. Herzlich willkommen hier in der Wall of Berlin, Paul. Erste Saison mit auf Köpenick, wie lief die Vorbereitung? Ja, vielen Dank erstmal für den netten Empfang. Ich glaube, bisher haben wir gut gearbeitet, hatten jetzt zwei nochmal Testspiele, die ein bisschen richtungsweisender waren, die bleiben schon mehr lang, die wir, glaube ich, über viele Strecken ganz gut absolviert haben und wollen uns jetzt einfach auf das nächste Mal losgehen. Wenn du jetzt die letzten Wochen nochmal vergleichst mit der Vorbereitung, aktuell, der Kader hat sich ein bisschen verändert. An welchen Positionen, in welchen Stellen habt ihr euch bereits verbessert? Nein, ich glaube, der Ball läuft im Angriff schon sehr, sehr gut. Hinten haben wir sicherlich auch durch den Wechsel jetzt noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, die wir halt hinkriegen müssen, aber das sieht auch schon über viele Strecken ganz gut aus. Und wir hatten ja nicht so viele Wechsel im Team, was ich glaube, ganz gut ist. Wenn man das hier sieht, der Empfang mit diesen lautstarken Kids, die Vorfreude ist auch hier, die Euphorie ist groß, auch angesichts der Neuzugänge. Bekommt ihr das mit? Auf jeden Fall. Ich habe gerade eben schon gesehen, das war ja irgendwo ein Turnier gewesen mit den ganzen Kids. Ich glaube, ihr hattet Spaß. Habt ihr ein bisschen in der Hamburg gespielt. Und sowas ist für uns natürlich absolut wichtig und wir freuen uns darauf, dass hoffentlich nächste Woche Sonntag die Halle möglichst voll ist. Und welche Euphorie redet in der Mannschaft über das Saisonziel? Was ist geplant? Ja, jetzt glaube ich erstmal gut reinkommen. Wir haben eine bockstarke Mannschaft auf jeden Fall, mit vielen Ambitionen und wollen uns verbessern. Letztes Jahr haben wir einen starken dritten Platz absolviert und da wollen wir gerne noch einen aufholen. Ziemlich Applaus für Paul. Das könnt ihr bei dir auch mal lernen. Du wirst nach dem Oktober, hast du dich schon darauf vorbereitet, dass es zu Hause dann ein bisschen lauter wird und der Schlaf ein bisschen weniger wird? Auf jeden Fall. Ich habe mir das bei den Teamkollegen, die alle schon wieder sind, oder die meisten auf jeden Fall schon abgeguckt. Ich freue mich drauf und das Team ist aber auch gut gekommen. Paul, wir drücken dir und privat und beruflich vor dich alles die Daumen. Vielen Dank an Paul Rucks.